Moin, ich bin Mathis Stöhr und Community Manager für das TIB-RV-Portal, der Webplattform für wissenschaftliche Filme. Aber dazu gleich mehr. Wusstet ihr, dass mittlerweile weit mehr als 80% des weltweiten Datenverkehrs durch Videos verursacht werden? Ihr binget doch selbst 24/7, oder? Ich natürlich auch. Bewegtbilder sind halt Zeitgeist, auch und besonders in der Wissenschaftswelt. Und die lebt ja per se vom Austausch zu und Verbreitung von Forschungsergebnissen und Ideen. Der Anspruch und Bedarf an Anschaulichkeit und Verständlichkeit wachsen dabei. Audiovisuelle Medien, kurz AV oder eben Videos, sind daher ein immens wichtiger Bestandteil wissenschaftlicher Kommunikation geworden. Texte werden durch Videoformate ergänzt oder auch mal komplett ersetzt. Vor allem Erklärfilme und Tutorials werden immer beliebter. Unser TIB-RV-Portal knüpft als offene, nicht kommerzielle Videoplattform aus der Wissenschaft für die Wissenschaft genau an diesen Bedarf an. Zigtausende Wissenschaftsvideos können hier kostenfrei gefunden und angeschaut, nachgenutzt und auch publiziert werden. Bei uns findet ihr beispielsweise Konferenzaufzeichnungen, wissenschaftliche Dokus, Simulationen und auch vermehrt die bereits erwähnten Erklärfilme. Im Vergleich zu kommerziellen Videoplattformen bedient das TIB-RV-Portal besonders die Bedarfe von WissenschaftlerInnen und Studierenden. Denn im Portal publizierten Videos erhalten unter anderem ein DOI, sozusagen die ISBN für digitale Inhalte. Videoausschnitte können mit diesem DOI plus weiterem Identifier sekundengenau zitiert werden. Und zwar genauso einfach und leicht wie Texte aus einem Buch. Dank automatischer Videoanalyse von Text, Bild und Sprache können gezielt relevante Inhalte gefunden werden. Hier kommt zunehmend auch KI zum Einsatz. Oh, hier muss ich raus. Also, taucht doch auch mal ein in die Welt der Wissenschaftsvideos im TIB-RV-Portal. Wir sehen uns.